Dass Maschinen bald selbst die letzten menschlichen Tätigkeiten übernehmen, ist kein Geheimnis mehr. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Yes, machines come in and men go out. Everywhere the same story. Wow, gute Idee. Ich kann Geld verdienen, ohne etwas dafür zu tun. These whirring wheels spinning faster, ever faster. Am Ende des Tages wollen wir einfach nur einen Maschinensklaven haben, der für uns arbeitet. Willkommen im Posthumanismus. Was passiert eigentlich, wenn künstliche Intelligenz die Krone der Schöpfung vom Thron stößt und den Menschen überflüssig macht? Eine Frage, die auch die Kunstwelt nicht kalt lässt. Sprechen wir über ein dunkles Zeitalter, in dem die Technik uns Menschen korrumpiert? Oder sprechen wir über ein Zeitalter der Hoffnung? Kunst trifft Wissenschaft. Der Aktivist Manuel Beltran ist Gründer des Instituts für menschliche Obsoleszenz. In Den Haag erforscht er Szenarien für eine Arbeitswelt, die ohne den Menschen auskommt. Das Institute of Human Obsolescence ist eine Organisation, die ich 2015 gegründet habe. Wir beschäftigen uns mit der Übergangsphase, in der körperliche und geistige Arbeit automatisiert wird und sich die Beziehung zwischen Mensch und Maschine radikal verändert. Nein, das ist kein Matrix-Cosplay, sondern ein Versuch, aus dem überflüssig gewordenen menschlichen Körper doch noch Kapital zu schlagen. Wir haben menschliche Arbeitskräfte eingestellt, um einen Anzug zu tragen, der Körperwärme in Strom umwandelt. Damit haben wir einen Mikrocomputer angetrieben, der auf Kryptowährungen spekuliert. Der Versuch war erfolgreich. Die Arbeiter verdienten tatsächlich ein kleines Taschengeld durch bloßes Herumliegen. Leute, die verzweifelt auf Jobsuche waren, haben uns ihre Lebensläufe geschickt, um hier tatsächlich zu arbeiten, weil sie einfach keinen Job mehr hatten, von dem sie leben können. Same old story all over again. No jobs, no luck. The question is, what makes us human? Die Frage ist doch, was macht uns menschlich, wenn es nicht unser biologischer Körper ist? Gerade wenn unsere körperliche und geistige Arbeit irrelevant wird, ist doch unser Körper das Letzte, was wir haben. Die Frage nach dem menschlichen Körper im Zeitalter der Maschinen beschäftigt auch Marco Donnarumma. In Performances erweitert er seinen eigenen Körper durch künstliche Gliedmaßen. Wir hatten diese alte Vorstellung vom Menschen als eine Art geschlossener Kokon, der komplett unabhängig existieren kann. Der Mensch als König der Welt. Und dann kommt der technische Fortschritt. Dinge, die in unserem Körper eingepflanzt werden. Ich habe Hörgeräte, weil ich taub bin. Ohne die kann ich nicht hören. Was heißt es also, Mensch zu sein? Marcos Gruselextremitäten sind mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet und bewegen sich autonom. Das gemeinsame Wunschkind eines internationalen Forscherteams. Wir haben daran ein paar Jahre gearbeitet. Und heraus kam dieser etwas unheimliche menschliche Roboterarm. Kind of an uncanny human robotic limb. Sure looks strange to me. Ich habe in den Roboter ein neuronales Netz integriert, das ich biomimetisches Netz nenne, weil es grundlegende Eigenschaften von Säugetiergehirn imitiert. Dadurch kann der Roboter seine Umwelt wahrnehmen und auf Haut und auf seinen eigenen Körper reagieren. Er bewegt sich von selbst. In der Performance Eingeweide reagiert der Roboterarm auf ein Stück künstlich produzierte Haut, die Marcos Kollegin Margherita Pevere gezüchtet hat. Ein sehr rätselhaftes Aussehen. Irgendwo zwischen sinnlich und ekelhaft. Und es erinnert an Körpergewebe und an Haut. Ein Roboterarm, der sich nach künstlich hergestellter Haut sehnt. Das Drehbuch für die große Love Story der Zukunft. Die Idee dahinter ist, die Grenzen zwischen Mensch und Maschine auszuloten.
Wir gehen bis zum Äußersten und kreieren eine Art neuen Körper. Etwas, das man vorher noch nie gesehen hat. Wenn du mit diesen Teilen 2-3 Jahre lang arbeitest, merkst du, dass sie doch etwas lebendiger sind, als du glaubst. Mensch und Maschine in inniger Verbundenheit vereint. Auf der Bühne wird der Traum jetzt schon zur Wirklichkeit. Es ist ein schleichender Prozess. Es ist nicht so, dass wir irgendwann plötzlich in einer posthumanen Realität aufwachen. Aber wahrscheinlich werden wir langsam immer mehr Veränderungen akzeptieren, die uns in eine posthumane Gesellschaft verwandeln. Es ist nicht so, dass ich nicht an eine friedliche Koexistenz mit Maschinen glaube. Aber solange wir nicht einmal friedlich mit anderen Menschen zusammenleben können, haben wir auch keine Chance, mit irgendwas anderem zusammenzuleben. Botschaft angekommen. Seid nett zueinander. Dann klappt's vielleicht auch mit den neuen Nachbarn.